Okay, auf geht's. Häschen, Häschen, oh yeah. Wie cool. Kennst du das nicht mehr? Ich wusste gerade nicht mehr, aber das ist echt cool, doch. Okay, die noch. Sind so süß. Häschen. Ja. Halt dein Maul. Also nicht du, sondern er hier. Ja, das ist klar. Ich bin hier schon ruhig. Also hier, das ist in der... Oh, das sieht geil aus hier, wenn man da so runter guckt. Oh mein Gott. Scheiß auf eine Xbox 360. Das ist episch. Ja, das ist die Schattenwelt. Oh, hier ist überall ein Palast, ey. Überall, wo einer hin kann, ist einer. Ich glaube, Kakariko ist zerstört, oder? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist da auch ein Palast. Der fünfte, glaube ich. Aber auf jeden Fall, wir kriegen ja später dann das Häschen und... in dem vierten Dungeon... Das... Der Übergang zur Schattenwelt, sag ich mal. Wo Vati der Boss ist. Weiß das noch? Da kriegen wir auf jeden Fall diese Perle, damit wir nicht mehr Häschen sind, sondern Link. Und jetzt, yay, mit dem Spiegel wieder in die normale Welt. Und jetzt sind wir hier oben. Dam, dam, und sogar ein Herzteil. Wie viele hast du denn jetzt mittlerweile? Drei, oder? Jo. Und hier ging's irgendwo weiter. Hier gibt's eins der schönen, mega coolen Amulette. Und du wolltest erst die Flosse holen. Ja, die sind wichtig. Kann man das mit dem Buch hin, Stefan? Ah. Ich hoffe's doch. Luftmedaillon, oh yeah! Alter, was Master? Ach, doch, ne? Ah, Master Schwert, okay, aber dann wissen wir, was wir machen, wenn wir das Master Schwert haben. Oh, weißt du noch, okay. Weißt du noch, was hier in der Schattenwelt ist? Weißt du es noch? Nein. Sag's mir. Ja, ich will ja nichts spoilern, aber. Ja, ist der... Ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt, ey. Hier in der Schattenwelt ist einfach nur der Final Palast, der aller letzte. Oh yeah. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Ja, durchaus. So, sind wir jetzt, ist eigentlich dritter Palast jetzt, ne? Mhm. Oh mein Gott. Sahasra lalala spricht wieder mit mir. Schaust du in den Verliesen? Verliesen, okay. Verliesen. In den Zauberspiegel kannst du dir zu dem Eingang zurückkehren. Ach cool. Ja. Yeah. Das wusste ich auch nicht mehr. Karte, boah, die war jetzt schwer zu holen. Oh ja. Yeah. Was sind das? Mini-Dodongas. Genau. Kann man dadurch mit Pfeil und Bogen töten. Bam. Was immer alles töten muss, lass doch am Leben. Nein. Wir haben ja nichts gemacht. Aber ich glaube, hier gibt es viele Stockwerke. Ja. Sechs Stück. Oh Gott. Ja, du musst bedenken, so viel ist das eigentlich gar nicht, weil... Guck mal, die letzten beiden, das sind beides nur der gleiche Raum. Stimmt, ja. Und das auch. Und das ist auch nicht viel mehr. Stimmt. Das ist eigentlich voll wenig. Ja, stimmt, das ist einfach nur ein extrem hoher Turm, ne? Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, meine Lieblingsteile, oh Gott. Ah, fickt euch, fickt euch! Das ist dämlich, dass man das Schild nicht nutzen kann. Noch mehr? Ach, scheiße. Ah, soll ich jetzt irgendeinen dummen Spruch bringen? Oder soll ich immer ruhig sein? Ja, sechster Tod, was auf jeden Fall. Ja, komm, sag deinen Spruch. Nee, ich bin jetzt mal ruhig, ich bin freundlich. Ausnahmsweise mal. Immer. So, wo ist eigentlich mein Cola? Ich hätte Durst. Hier, Cola. Ja, hier im Portal Together Part, ja, das habe ich jetzt auch mal so gesehen hier. Wo ich da nicht darf, trinkst du mal eben Cola hier. Ja. Na stimmt, ich hätte jetzt auch Durst oder Hunger. Ich hätte jetzt gerade voll Hunger auf hier grillen, so Würstchen und so. Hab ich grad vor mir drauf. Oh, wie viele sind denn das? Willst du mich verarschen? Komm, jetzt der letzte, aber hier. Komm. Nein! Alter! Das sieht so lustig aus. Ich krieg hier immer bloß so Bildabschnitte von dir. Und das sieht so lustig aus. Oh Gott. Von Eck zu Eck springe ich einfach nur.
Okay, ich bin fast tot. Du bist ein Totenkopf auf dem Boden erscheinen. Oh Gott, wie schnell ist erschienen, wollte ich natürlich sagen. Okay, ich darf jetzt nicht sterben. Ah komm, hier wollen wir den doch auch mal einweihen. Komm her. Komm's. Stimmt, noch gar nicht genutzt. Bam! Mal im Tod? Geil. Bam. Bam. Ja, das ist doch geil, das Teil. Ja, so praktisch so, ne? Oh. Ach, wir müssen sogar das Ding. Benutzt auf der Bumerang, oder? Ja, sonst verdrücke ich mich gleich wieder und dann wäre doof. Oh, roter Kopf. Das sind doch die dann der Kopf so rumfliegt, kann das sein? Nee, das sind die Knochen werfen. Oh, das kann natürlich auch gut sein. Und mehr aushalten. Und magische Energie bekommen. Und ich habe eine Idee. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Eichstab benutzen, aber naja. Wenn er schon vorher sterben will, habe ich auch nichts gegen. So, Feuer, 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 Feuer. Tor! Schon? Da, 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 da. It's the big key. Oh yeah. Jetzt muss ich auch noch einen Fall verschwenden. Wie es einfach nicht langt. Spiel verarscht mich, kann das sein? Ach Quatsch. Aber jetzt müssen wir nur noch nach ganz oben laufen. Ach Quatsch, diese Perle ist doch hier schon, oder nicht? Hör bitte, du bist tot. Gar nicht. Siebter Tod? Siebter, glaube ich. Siebter Tod, ja, kann sein, ja. Aber eine Sache. Die Perle gibt's hier schon, ja? Ja, ist mir gerade mal so eingefallen. Das ist gar nicht mehr so einfach. Die meisten übersehen die auch mal eben. Weil die gar nicht mehr so einfach zu holen ist. Und, oh Gott, wenn wir hier runterfliegen, dann fallen wir wirklich runter und nicht einfach nur so. Ach, die kann man ja töten, wusste ich gar nicht. Die kann man nur runterhauen. Stimmt, beim anderen Zelt, da kann man es noch runterhauen. So. Oh, das kenne ich noch. Oh Gott, oh Gott. Was macht das? Gar nichts. Moment. Ha, nein, das sollte ein Abgrund. Ja, der Rubin kann natürlich mal fliegen, wo? Lässig. So, das sind wir schon beim Endboss? Naja. Nein, das dauert noch ein bisschen. Ich meine, die Perle gibt's hier. Hier gibt's doch irgendwie ein Secret, damit man in so ein Ding fallen kann. Das kann sein, ja. Ja, geile Scheiße, ey. Toll, jetzt wieder zurücklaufen hier. Oh, geil. Boah, ich überleg grad, wie du einfach die ganze Parts schneiden musst später. Das sind einfach dann 7, 8 Stück oder so. Ja, aber geht eigentlich. Das sitzt doch bestimmt 2-3 Stunden. Wieso? Oder das dauert doch schon ein bisschen, bis ja, die gespeichert sind. Ja, okay, das Rendern dauert natürlich aber. Ah, ja. Ansonsten denke ich mal eigentlich nicht. Und das Hochlade? Das dauert. Ja. Bei meiner Ultimate. Naja, wenn ich von meinem Urlaub zurückkomme, ist alles schon da. Wie lange bist du weg? 6 Tage? 7 Tage? 5 Tage? 7 Tage. Ja, in 7 Tagen, wenn ich jeden Tag was hochlade. Denk mal. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt mal eben alle 3 Tempel machen. Nö, ist doch gut. Oh yeah. Oh, und hier ist das da hinten. Da hinten ist die, das Amulett. Die Perle. Okay. Da muss man von oben runterfallen, aber, ich habe gerade keine Ahnung, wie das gehen soll. Auf jeden Fall von oben runterfallen. Ich nehme wahrscheinlich gleich eh wieder das falsche Loch. Ha. Ja. Das könnte man missverstehen. Könnte man? Ey, da sind Bombenlöcher. Aber ich wette, das sind so Fake-Löcher. Okay, komm, du bist doch schlau. Welches führt jetzt zur Perle? Lass mich in Ruhe. Ich will mich entscheiden. Da geht's zum Boss. Und hier sind ganz viele Herzen. Kann man da nicht irgendwie die Löcher umordnen mit dem Schalter? Ich suche gerade an, aber ich glaube nicht. Nur in dem Raum nicht.
gut, dann würde ich einfach mal... Mach doch Save State. Da hast du ja Stress erspart. Ja, okay, komm. Save... Lord. Ach nee, Lord noch nicht. Nee, das wäre doof. Spring mal durch links oberen. Obwohl das ganz bestimmt nicht so richtig ist. Oh, das gibt tief. Ah, du bist aber doch in das Teil drin und... Ah. Coole Sache. Fehe. Aber hier muss es so einen Umschalter geben, das ist irgendwo hier. Auch wenn das wahrscheinlich nicht geht, ich versuche jetzt hier immer eine Bombe. Okay. Das Ding verarscht mich. Oder muss ich vom Bossraum runterfallen? Nee, das glaube ich nicht. Springen wir in die goldene Mitte. Da ist so ein Ding. Oh, ich wusste doch, hier muss es eins geben. Weil es muss irgendwo oben in der Mitte eins geben. Genau, ja, genau. Da haben wir unser Teil. Ja, das gibt's Sinn. Genau, jetzt sind wir bei der Perle. Oh yeah! Mondperle! Oh mein Gott, wir sind kein Hase mehr. Oh yeah. Aber ich habe damals dachte ich immer, was bringt so eine Mondperle eigentlich? Aber irgendwann wusste ich dann, ah ja, sonst wird man ja Schattenwelt als Hase rumlaufen. Damit kann man nicht schlagen, nicht springen, nichts, gar nichts machen. Also ich finde es traurig, ich würde lieber als Hase in der Dark Welt rumlaufen, also echt jetzt. Ja, Hase ist cool. Oh Gott. Niedlich. Ja, aber kommst du nicht wirklich weit. Okay. Abwarte. Ich hasse diesen Boss, ich hasse ihn einfach nur. Ich fällt mit dir, du fliegst mindestens Elmo runter. Nee, gar nicht. Ich flieg nie runter. Diese Wette gehe ich jetzt ein mit dir. Du fliegst einmal runter. Ja, und wenn nicht, dann musst du irgend so ein Hello Kitty Spiel let's playen. Ich spiel's mal an, okay. Nein! Boah, der geht ab, Alter, scheiße! Komm, du willst doch in so einen Abgrund fliegen. Verdammt, schon kaputt? Der ging aber schnell, komm. Ja, los! Tja, jetzt musst du was spielen. War jetzt echt zu einfach. Nein. Okay, Amulett des Mutes, Kraft, Geist, keine Ahnung. Weisheit, meine ich doch. Oh, was, Master Schwert? Wollen wir das Master Schwert noch ziehen? Was? Schon hier? Ich würde sagen, wir machen das Master Schwert noch. Joa. Boah, Alter. Muss ich jetzt wirklich ein Hello Kitty Spiel spielen? Ach, Quatsch. Ich hab schon Angst gehabt. Gibt's davon überhaupt Spiele? Klar. Okay, ich würde sagen, wir holen uns. Hol dir die Flosse noch. Die Flosse sind wichtig. Okay, du willst mich nur nicht loswerden. Ah. Also musst du ohne Tronner jetzt irgendwie durch so ein See gedöns. Ja, ich weiß, wo die sind und wie es die gibt, das weiß ich alles. Ah, cool. Oh, jetzt wird die scheiß Höhle wieder gehen, ey. Du könntest einfach Game Over gehen lassen und könntest dann zurückbeamen ans Haus oder sowas. Ah, gutes Idee. Ah. Nee, ich will keine Bomben verbrauchen dafür. Guck mal, was ich für Idee habe. Ja, weil Link, wenn man so getroffen wird, das hört sich schon ein bisschen an wie ein Mädchen, so so ein bisschen. Ich höre es leider nicht, aber ja. Markus Haus, oh yeah. Mann, hatte ich eine gute Idee. Ah, ja, super, dass es deine Idee war. Und ich muss nicht mehr die Karte benutzen, um jetzt hinzugehen, ich weiß das sowas von. Oh yeah! Oh, fickt euch! Njom. Bam! Boah, ist das überteuert! Obwohl, das Geld habe ich ja eigentlich! Ja, kauf dir mal blaues, du hast doch genug Geld! Ja, aber ich brauch doch eh keine Energie, weil noch sollte ich den Eisstab ja nicht haben und die, die Dings brauche ich ja eh nie, die Fackel, also. Naja, trotzdem, du hast doch so viel Energie, Geld.
Nee, ich bin geizig.